Guten Morgen! Guten Morgen zu einer neuen Folge von GTL Numbero 5i. Jo! Oh, ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Was machen wir denn heute? Es ist ein schöner Tag in der Nachbarschaft. Erstmal eine Golddusche. Ja, war mir klar, dass du sowas willst. Ja, wegen dem Plakat, weißt du. Ja. So, nehmen wir uns mal ganz kurz das Catcar. Die Frage, was machen wir denn? Machen wir jetzt als Michael weiter, als Franklin? Wir haben ja so viele Optionen eigentlich. Ich würde ja gerne eigentlich diesen Superraub weitermachen. Ja? Ja, also diesen richtig coolen Bankraub. Aber wir können auch Mist machen zwischendurch. Also ich bin für alles offen. Aber wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir diesen Raub mal durchziehen wollten. Na gut, dann wechsle ich gerade auf Michael. Mal gucken, was der Michi so macht gerade. Das finde ich, hat fast was von Sims, ne? So auch die ganzen Sachen, die du nebenbei so machen kannst noch. Aber du kannst ja alles machen. Wir haben ja noch nicht mal... Ach, fährt Fahrrad. Ach, natürlich. Das finde ich auch geil, dass wir einfach Fahrrad fahren können. Wie viele Missionen verfügbar sind? Ach, das ist gut. Manche Missionen können nur für einen bestimmten Charakteren gestartet werden. Blaue Buchstaben stehen für Michaels Mission, grüne für Franklins Mission. Amanda. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Oh, du kannst dich jetzt entscheiden, wir helfen natürlich, ne? Komm, das machen wir mal. Hm. Oh, now you want me. Alright, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Die hat auf jeden Fall Spaß gerade, die Amanda. Ist da scheinbar auch die beste Ehe. Wieso kann ich. Hä? Der fährt gar nicht. Mit X? Ne, mit A. Ach so, ich dachte ja, gerade, also ich spiele das hier beim Auto. Ich auf der PlayStation X. Ach so. Ja. Fahren wir mit dem Fahrrad mal hin. Hält ja auch fit, ne? Wir müssen ja auch fit bleiben. Ja, dauert halt ein bisschen, aber ist auch mal schön, das zu zeigen und wir können derweil dieses laue Lüftchen genießen. Wieso hast du gefurzt? Von diesem schönen Tag. Alter. So, ich fahre wie ein echter Fahrradfahrer in Köln. Ja, ungefähr. Die fahren auch immer so. Mir vors Auto. Linke Spur mittendrin und dann einfach mal so. Oh, da fahren einige machen das echt. Bin ich aber doch mal ein bisschen vorsichtiger, weil ich habe nämlich keinen Fahrradhelm auf. Obwohl dieser Verkehr schon echt wirklich realistisch aussieht. Ja, abgesehen davon, dass wenn Leute einen Crash bauen, dass da keiner anhält, wirklich. Das wird natürlich in der Realität nicht passieren, glaube ich. Nee, vor allem ziehst du nicht einfach irgendwen raus und dann hast du keine Konsequenzen oder so. Nee. Das geht natürlich nur bei GTA. Echt, geht das nicht? Ich habe das letzte Woche gemacht, dachte, ja? Das wäre okay. Aber eigentlich kriegst du mal eine Strafanzeige. Also als mir mein Ferrari geklaut wurde, der eine goldene, da war ich auch erzürnt und habe ein Ticket geschrieben an die Polizei. Ja? Ein Online-Ticket, aber nur, weil zu faul war, zur Station zu gehen. Verstehe. Ich meine, die goldene Ferrari, das ist ja auch ein läppischer. Ja, das war jetzt nicht so wichtig, aber war schon ärgerlich. Der ist ja auch nur mit Gold überzogen. Und ja, eben. Mit dem. Das war ja Blattgold einfach. Und dieser billige Diamant im Steuerkreuz. Ja, gut, das hast du halt mal. Hast du da eigentlich auf dem Felgen auch Diamanten gehabt? Nee, bei dem nicht. Das war ja der günstige. Ah, okay. Den hatte ich ja auch aus zweiter Hand. Stimmt, den habe ich ja... Vom Prinzen von Brunei gekauft, ne? Genau. Ja. Ach. Der ist ja, muss ja jetzt auch gucken, wohin er kommt. Ne? Was vor allem hat den ja auch schon einmal gefahren, da ist natürlich der Wert auch schon weg einfach. Ja, weil der in so ein laues Lüftchen und so, deswegen meinst genau, du. Genau, ne? kommen wir hier durch natürlich. Bei den Pollern so. Das wäre peinlich, wenn nicht. Ja, kann ja sein, dass er gegendischt, weil ich sehe die Poller ja nicht durch und durch. Hab mal eine Abkürzung genommen, ich kenne ja die Karte schon auswendig. Mit dem Fahrrad kann man einiges erreichen. Und man fährt ökologisch und ökonomisch. Oh. That's assault on top of the shoplifting beat. Man, the paperwork. What's your packing? You know, standard LSPD. Du musst am Ende helfen. Ja, ich weiß. Ich guck nochmal ganz. Ich muss aber in den Polizeiwagen steigen. Wurde mir gesagt. Get out of the car! Bist du wahnsinnig? Was wurde mir gesagt? Steig in den Polizeiwagen und jetzt steht da schütteln die Bullen ab. Ich muss ja meine Frau retten, weißt du? Ich verstehe. Ablenkungsmanöver. They're coming, Michael! Chill out. It's under control. Ah, die sitzt da drin, okay. Ja, genau. Ich hab's gerade nicht gesehen, den Tipp wieder, ja? Get us out of here! Relax, I got this. Can't see him. Anyone have a visual? Schöner Wagen. Hello? No seatbelt? Boah, Alter, was macht der denn? But you don't want to go to prison. Don't worry. I know what I'm doing. Okay, Vollgas durch die Mitte. Ja, scheiße, hat uns einer. Und da ist auch der Heli wieder. Schon wieder drei Sterne. Go! Ja, Amanda. It's under control. Die sollen mal aufhören zu klauen, dann hätte man die Probleme gar nicht. Echt? In so einem blöden Rodeo-Drive-Laden. I'm on top of it. Wahrscheinlich hat sie kein Geld von Michael mehr bekommen, weil das so eine Verwöhnte ist. Die mit dem Tennislehrer. So gelangweilt, einfach so eine gelangweilte Ehefrau. Chill out. It's under control.
Obwohl das jetzt alles andere als langweilig ist, ne? Möchte ich mal sagen. Ja, also, vielleicht verliebt sie sich ja wieder neu in ihn. Müsste ich jetzt aber auch nicht haben. You trying to kill me back here? Oh, halt die Schnauze, ey. Entschuldigung. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Links, links, zweimal links, zweimal links. Hier fahre ich gleich links, oder? Okay. Ganz nette Ecke hier eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, aber wir sind auf jeden Fall den Bullen soweit erstmal entwischt. Sind wir nicht in der Nähe von Leicester? Bin mir nicht sicher. Weil es so bergig aussieht hier auch, ne? Mhm. Ja, der wohnt ja am Fluss. Uah, da steht eine Ecke vor. Ist da vorne der Fluss? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich hier echt noch nicht aus. Aber so. Das ist ganz gut hier, die Straßen. Wenn du jetzt die nächste rechts fährst. Is that it? Oh. Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking Super. To? Come on, I'll take you back to the house. Let me get the keys to those cuffs. Niemals. Hey, you remember those, don't you? From the old days when you used to do the girl cop routine? Ow. Really? Now? You're a pig. Ja, ich bin das Schwein. Die fickt mit dem Tennislehrer? Entschuldigung. Then I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Oof. I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risking prison, getting shot at. Love, love, big love. So this is what it's like to be you? Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this Lovers on the Run act? Also, you know, Alter. I'm sort of thankful for this. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Mit der hat man sein Kreuz mit der Alten. Mhm. Und mit der werden wir noch richtig Probleme bekommen. Könnt ihr mir vorstellen, dass die uns mal echt in die Scheiße reitet. Das glaube ich auch. Der gute Ehemann, was kriegen wir denn Schönes? Hallo? Bestanden haben wir, aber... Sollen das nicht in der Einfahrt stehen lassen, oder? Nee, machen wir auch nicht. Das Fahrzeug, ich glaube, das wäre nicht so gut. Amanda in Schwierigkeiten. Ichole, Ahol. Ich park das mal beim Nachbarn. Ja, genau. Das fällt auch überhaupt nicht auf. So, da kommen die nie drauf, Vor allem Alter. Kann die doch nie wieder da einkaufen gehen. Und wir können uns da nie mehr blicken lassen eigentlich. Das ist total unnötig. Können wir auch nicht. Wegen einer geklauten Tasche, weißt du? Einfach mal einen Polizeiwagen stehlen. So, ich geh nochmal nach Hause. Obwohl ich die Nummer gut fand, muss ich ehrlich sagen. Ja, fand ich auch super. Hat auch Spaß gemacht, die Alte da rauszuboxen, aber... Ja, das alles für eine Packung Schokokrossis, ich weiß ja nicht. Schokokrossis. Boah, jetzt eine Packung Schokokrossis. Die sind halt unwiderstehlich. Jetzt auch in weiß. Das ist aber 20 Jahre her. Ich muss mal das Hemd waschen. Der macht Let's Plays. Ich glaube auch. Jimmy! God damn it. The fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? Yeah, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well... Nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all.
I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. We'll take a bike ride along Vespucci Beach and I'll show you just what you want to see. Begib dich zum Fahrradverleih. Machen wir jetzt wirklich eine Fahrradtour, Alter? Macht voll Spaß. Haben wir auch schon mal in Miami am Strand gemacht. Voll ja, egal. Das stimmt, das stimmt. Wieso fahren wir nicht mit dem Fahrrad zum Fahrradverleih? Das ist nun mal echt. Warum haben wir überhaupt keine Fahrer in der Garage? You're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray listening to this crap. Station change. Oh, hella yeah. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Nice try. Tyrant. Don't push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well... I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Der Sohn muss doch selber so ein Gangster sein. Was flennt der denn die ganze Zeit so rum? Die alte Drüse, der hat kein der Problem Jimmy. Mit einer Drüse, der ist eine Drüse einfach. Der Jimmy ist schon, ja... Der Jimmy Blue. Ochsenknecht. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Schöner Strand. Das ist ja geil, der Vespucci, ne? Beach. Der ist ja Venice Beach nachgeahmt. Hey there, friend. Würde ich echt gerne mal so rumlaufen. Ja, ist cool. Machen wir eine kleine Fahrradtour heute. Ja. Yo, thanks. Welches nehmen wir denn? Das stylische Grüne, oder? Ach, das BMX finde ich cool. Das Kleine? Ja, aber das passt nicht. Oder nehmen wir das Mountainbike da hinten, ne? Das Gelbe? Ja, das ist ein Männerfahrrad, ein richtiges. Ja, sieht aus, als würde ich gleich Post ausliefern. Ich finde das gar nicht schlecht. So. Oh, der Helm ist cool. Mit Fahrradhelm sieht man nicht immer extrem bescheuert aus, aber egal. Warum haben wir einen an und der Jimmy nicht? Weil der ist cool. So, wir sollen jetzt ein Rennen liefern. Ich kann da oben links gerade nicht lesen. Kannst du mal vorlesen, was da steht? Ich merke mir das nicht. Die Vorderradbremse betätigst du mit L1. Radfahren verbessert deine allgemeine Ausdauer. Mit verbesserter Ausdauer kannst du Ausdauersport länger praktizieren. Super, das ist gut zu wissen. Wie betätige ich die Hinterradbremse? Das würde mich mal interessieren. Das habe ich jetzt auch nicht genau. Bei Vorderradbremse lege ich mich aufs Maul. Ich sehe die Tooltips aber auch nicht wegen dem Mikro so gut. Da muss ich immer so in die Ecke gucken. So, aber gegen Jimmy zu gewinnen, also wenn er das nicht schafft, dann haben wir echt ein Problem. Ich fahre ja falsch. Das ist ja nicht schlimm. So, ich nehme mal kurz die Abkürzung hier. Vorsicht, da sind Leute. Ja, Menschenleben. Ja, ja. Menschenleben stehen auf dem Spiel. Obwohl, ich muss ja sagen, so ein Helm ist natürlich sicher, ne? Ganz klar. Und der ist ja eigentlich auch gut. Aber sieht tragen, halt nicht cool aus, tragen will man den dann doch nicht. Ah. So, gibt's jetzt hier gibt's, also in wirklichen Venice Beach gibt's einen Pool am Strand, so einen Skaterpool. Wo muss ich lang? Das wäre auch geil, da mal durchzufahren. Boah, Alter, eine andere Strecke hätten sie sich nicht aussuchen können, oder was?
Ja, ist schon ein bisschen anders. Das sieht jetzt auch aus wie der Santa Monica Pier. Ich glaube, das ist auch der Santa Monica Strand eher. Wir sind noch nicht wirklich bei Venice Beach, bei dem... Doch, der andere sah schon sehr nach Venice aus. Der heißt ja Vespucci Beach. Ja, heißt ja nix. Pucci Pacci, weißt ja, wie es ist. So, Wächter. Hua! So, wie kann ich bremsen? Ich meine, die sind ja auch nah aneinander. Ah, so. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Renn zur Kante des Piers und drücke... Wait! Schwimm zur Yacht! Ja, wollen wir zur Yacht schwimmen, ja, oder schwimmen wir in der nächsten Folge? Ein bisschen planschen, wir können ja nochmal rüber planschen. Ja, wollen wir nochmal kurz, dann springen wir rein. Yeah, in die Fluten. Ach, hammergeil. Gehen wir erstmal tauchen einfach eine Runde. Alter, wie geil ist das denn gemacht? Das ist echt unglaublich krass, das Spiel, was hier alles für Welten. Und wir müssen mal überlegen, wie viele Leute da wie viele Jahre an dem Design gesessen haben, damit das alles so aussieht. Boah, Alter, wie geil. Ich komme mir gerade vor wie ein Schiffbrüchiger. Also ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, ob die das noch für die neue Engine rausbringen. Also dieselbe Engine nutzen, aber die aufpolieren. Wenn das dann auf PC ist, so richtig schön Kantenrichtung und allem drum ran. Und dann bitte auch wieder mit Mod, Alter. Genau, und dann noch so ein Eisenhanzer drauf. Dann hat das Game einfach mega krasses Potenzial, richtig, richtig gut auszusehen. Denn die Xbox-Version sieht schon nice aus. Das Wasser ist auch ziemlich cool. Ich finde das hier unter Wasser auch ziemlich geil, dass man da so rumtauchen kann. Ich fühle mich frei wie ein Vogel. Gibt's hier keine Haie eigentlich? Ich weiß es nicht. Miethaie sind doch träumen. Ah, das ist auf jeden Fall Fisch gewesen gerade. Ja. Wir dürfen nicht so lange tauchen, weil dann sterben wir nämlich. Das ist normal. Und wir betreten gleich mal die Dignity. Aber wie es da drauf aussieht, das erfahren wir leider erst. Das tut mir natürlich sehr leid, aber ich werde es in dieser Folge nicht mehr schaffen. Wir machen es spannend, Cliffhanger. Oh nein, ich komme nicht mehr zu Leiter. Scheiße. Ja, da schwimmen wir also zum Bötchen. Wie geil, was man alles machen kann. Ey, ich glaube, das ist immer noch die Spitze des Eisbergs. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Viertel haben wir, glaube ich, entdeckt, was man alles an Freizeitaktivitäten machen kann, wie Jagen und Fitness und Tennis, Schwimmen, alles. Wir werden das auch nicht alles, das dauert noch Monate, bis wir wirklich jeden einzelnen Fizzle hier, glaube ich, entdeckt haben. Dann kommt ja auch noch GTA Online, werden wir auch noch zocken. Oh ja. Und da machen wir auch ein bisschen Scheiß im Let's Talk. Also wir haben ja eigentlich genügend Möglichkeiten, ein bisschen zu entdecken, aber es das gibt Game ist viel, groß. Es gibt viel zu sehen. Bleibt dabei oder seid ein faules... Entschuldigung. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss.